Hallo Eschrich, hallo Herr Jansen. Hallo. Auf der Mauer, auf der Lauer. So lässt sich's aushalten in der Sonne. Herr Eschrich, meine Eltern, meine Großeltern haben mir immer gesagt, Kind, lass das Licht nicht so lange an. Ja, und geh nie mit leeren Händen in den Keller. Aber ja. Ja, aber da ist viel Wahres dran. Das sind diese kleinen Dinge, die man im Leben machen kann, um Energie einzusparen. Einfamilienhausbesitzer, Zweifamilienhausbesitzer, was können die machen? Fangen wir mal an mit einem elektronischen Thermostatkopf. Okay. Wunderbare Sache. Alle Heizkörper werden damit ausgestattet. Der Raum hält gerade genau die Temperatur. Okay. Es wird keine unnötige Energie aufgewandt für Temperaturen, die man nicht benötigt. Ich nenne immer gerne das Beispiel Badezimmer. Morgens und abends wird dort die Temperatur benötigt. Über Tag kann ich absenken. Schon eine immense Energieeinsparung. Mhm. Wassersparend einsetzen. Okay. Beim Zähneputzen nicht laufen lassen, sondern einfach zwischendurch. Der Klassiker. Der Klassiker. Dann kann ich die Temperatur des Warmwassers runtersetzen. Ganz simpel. Also ich muss dabei die Trinkwasserhygiene beachten, wenn ich mit einer zentralen Warmwasserbereitung arbeite im Keller. Okay. Da habe ich die Möglichkeit, eine thermische Desinfektion einmal die Woche laufen zu lassen. Ist das Thema damit in den meisten Fällen auch erledigt. Und da hilft Sanitärheizung Klima? Aber sowas von. Aber sowas von, okay. Handwerk baut Zukunft, sage ich immer. Ja. Sie bieten Ausbildungsstellen? Das in jedem Falle, in einem sehr interessanten Gewerk. Und ich denke mal, die augenblickliche Diskussion zeigt, dass das Handwerk im Augenblick im Fokus steht und wir da auch wirklich mitgestalten werden in Zukunft, die Energiewende. Da ist unser Gewerk, glaube ich, ganz vorne. Herzlichen Dank, Herr Eschrich. Herzlichen Dank, Herr Jansen. Wir bleiben in Kontakt, denn die Aufgabenstellung geht nur gemeinsam. Strom, Wärme sparen, umbauen über wahrscheinlich ja viele Jahre in Nordrhein-Westfalen. Wir haben über 9 Millionen Wohnungen im Land. Viel ist geleistet, viel ist getan. Und deswegen herzlichen Dank soweit an die beiden Herren.